Okay, starten wir damit mal rein. 2018 scheint das Ganze hier verlassen worden zu sein. Okay, auch 2018 abgelaufen. Hier waren mal so alte Knoten. Wahrscheinlich noch so Gradmesser und alles von der Schifffahrt. Was geht ab, Freunde? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir befinden uns heute in einem alten Prepperhaus, würde ich jetzt tatsächlich mal sagen. Es ist nicht ganz so groß, ich nehme es dennoch trotzdem gerne für euch mit und wir schauen mal, was wir hier so vorfinden. Wie gesagt, wir befinden uns hier in einem kleinen Prepperhaus. Hier ist wirklich nicht viel. Vorne haben wir so eine kleine Sitzecke. Hier haben wir schon die erste Schublade mit irgendwelchem Krimskrams. Dann geht es hier vorne halt weiter mit der Vitrine, die noch vollständig eingerichtet ist. Hier nochmal so vereinzelte Pokale. Dann wurde hier auch tatsächlich mit Holz, ja, geheizt. Hier haben wir noch so kleine Holzvorräte. Da oben unter der Decke haben wir so kleine ausgestopfte Tiere. Ich hätte fast gesagt ein Habicht. Da ein Marder. Hier ein Uhu. Das zieht sich hier halt komplett durch. Das ist echt interessant. Hier so mit diesem riesen Fasan. Dann geht es hier halt einfach weiter. Vorne ist so eine alte Schatztruhe. Die ist komplett vollgepackt bis oben hin. Hier haben wir so ein Inhalationsmittel. So ein Baumkundebuch. Welcher Baum ist das? Dann haben wir hier schon diesen großen Esstisch, würde ich jetzt mal sagen. Okay, kann man leider nicht mehr erkennen, wann tatsächlich das letzte Datum war. Das ist halt wirklich so ein alter Kalender. Die Person, die hier gelebt hat, war auf jeden Fall Raucher. Sieht man das an der alten Schachtel. Dann halt dieser alte Clown am Fenster. Obwohl, hier haben wir einen Kalender. Und man kann gar nicht sehen, aus welchem Jahr der ist. Wir haben auf jeden Fall Dezember. Okay, starten wir damit mal rein. 2018 scheint das Ganze hier verlassen worden zu sein. Ich bin doch gerade alleine. Das ist echt behaglich hier. Wir gehen erstmal weiter. Kommen hier in das alte Schlafzimmer. Doch hier, ihr könnt es vielleicht sehen, haben die ersten Leute angefangen, das Ganze zu durchsuchen. Aber hier wird es jetzt halt auch interessant, ne? Hier haben wir so eine schöne alte Lederjacke hängen. Und hinter der Tür so einen alten Konservenschrank. Jetzt könnt ihr es mal sehen. Okay, auch 2018 abgelaufen. Dann scheint das Ganze hier tatsächlich so zu passen mit 2018. Zur anderen Seite haben wir dann hier alles voller Unterlagen. SsangYong ist doch eine Automarke. Dann hier dieses Bild von diesem alten Schiff. Also, so eine kleine Hütte hat man sich halt wirklich einfach so ein riesen Schlafzimmer reingebaut. Und hier auf dem Bett ist natürlich etwas, was ich mal wieder sehr schade finde. Hier waren mal so alte Knoten, wahrscheinlich noch so Gradmesser und alles von der Schiffsfahrt. Aber auch das wurde leider schon zerstört. Das ist wirklich schade hier. Aber auch der Kleiderschrank, schaut mal, komplett eingerichtet. Vorne die ersten privaten Fotos. Okay. Scheint von einer Hochzeit gewesen zu sein oder von irgendeiner Feier. Und dann das, was ich als Hundebesitzer immer schlimm finde hier. So ein Elektrohalsband. Direkt hier vorne. Also was mag ich ja gar nicht. Okay, wir können jetzt also quasi wirklich davon ausgehen, dass derjenige, der hier gelebt hat, auch gleichzeitig Hundebesitzer war. Aber vielleicht finden wir dazu noch ein bisschen mehr raus. Jetzt erstmal ein Stück weiter. Haben wir nochmal so einen kleinen Bereich. Einen ehemaligen Eingangsbereich. Hier mit der Tür. Ups, ihr könnt es gerade nicht sehen. Hier mit der Tür. Auch hier haben wir nochmal den Hinweis. Alles voller Maulkörbe. Dann halt dieses Poster hier, was ins Bad führt. Hier haben wir dann nochmal das alte Bad, frisch eingepackter Rasierer noch,
Und alles voller Werkzeug, dieser Koffer. Dann halt so ein spartanisches Bad, ne? In dem noch alles vorhanden ist. Alles, was man halt so braucht. Heraus haben wir hier diesen Vorratsschrank. Das mit den ganzen Hundesachen und so. Das macht mir echt Sorgen. Wir gehen jetzt noch in die Küche, weil mehr haben wir auch nicht. Gehen wir dann jetzt in die Küche. Zurück ist der Kühlschrank soweit leergeräumt. Aber auch hier ist noch alles vorhanden. Selbst der Fressnapf der Hunde noch. Toaster. Und auch die Schränke sind noch vollständig eingerichtet. Zur anderen Seite auch ebenfalls alles, was das Kaffee machen angeht, ist noch vorhanden. Diese alten Brettchen. Und dann noch so ein Haarschneideset. Also ein richtiges Aussteigerhaus. Hier vorne quasi noch die Spüle, als hätte man alles ja, noch gespült und hätte dann flüchten müssen. Ich sagte ja, ein kleines Haus, wir sind schon so weit durch, wir gehen nach draußen. Da wird es nochmal interessant, weil das ist wirklich schwer, sage ich, wie es ist. Das ist schwer, vor allen Dingen für mich mit den ganzen Elektroschockern, sage ich jetzt mal, für den Hals, für den Hund. Wir sehen uns gleich draußen wieder. Draußen angekommen, seht ihr es schon im Hintergrund. Wurden wirklich Hunde gehalten. Aber ein schöner, großer Auslauf hier. Ich denke mal, es werden Jagdhunde gewesen sein, wenn man hier so mitten im Wald lebt. Zur anderen Seite haben wir hier diese Terrasse mit der Eingangstür. Hier haben wir noch, ich weiß nicht, ob das so Futtermittelbehälter sind. Nee, Gewürzbehälter, Paprika. Und dann hier halt nochmal etwas näher die Hundehütten. Aber ich muss wirklich sagen, hier hat man sich was überlegt. Hier hat man halt den Wassernapf eingelassen. Also was gefällt mir tatsächlich. Ich halt wie so einen kleinen Gartenbereich, hier den Tisch. Rechts haben wir nochmal eine Gartenhütte. Hier scheint mir wie so eine kleine Werkstatt gewesen zu sein. Ein Vorratsraum. Hier haben wir nochmal ein Bild. Eine Katze und der Hund da unten. Okay, Beagle. Vielleicht scheinen hier auch Beagle gehalten worden zu sein. Halt, wie gesagt, ist hier so ein kleines Vorratslager. Ich hätte jetzt fast gesagt, hier hängen auch noch Leinen, aber das sind nur Gürtel. Dann geht das hier halt so rum. Haben wir hier vorne noch eine Grillstation. Konnte man dann halt damals grillen. Hier hat man auch noch alte Geschirrtücher, die noch gar nicht ausgepackt wurden. Aber schaut auch mal, wie voller Moos das Ganze schon ist. Also 2018 scheint hier echt zu passen. Auch hier schaut doch einfach mal, wie vermoost die ganzen Fenster sind hier. Ah. Dann habe ich noch etwas Interessantes gesehen gerade. Das gehen wir jetzt einmal gucken. Ich glaube, anhand dieser Bahn werdet ihr sehen, wer schon mal hier war. Und zwar haben wir hier vorne so einen Lastenaufzug, hätte ich jetzt fast gesagt. Hier läuft so ein kompletter Seilzug entlang, dass man halt seine Einkäufe hier hochbekommen hat. Konnte man hier auf diesem Ding draufstellen. Da ist wahrscheinlich bis hier hinten hingefahren. Wird sich hier unten wahrscheinlich die Elektronik befinden. Ja, hier befindet sich tatsächlich der alte Seilzug. Also damit hätte ich ja echt jetzt nicht gerechnet, ne? Aber ich meine, ich hatte die Info, dass es ein Prepperhaus ist. Aber dass es wirklich so ist, damit hätte ich nicht gerechnet. Das hat echt was, das muss ich wirklich sagen. Jetzt geht es noch ein klein bisschen runter, da haben wir noch mal so ein paar Sachen. Aber wie ich gesagt habe, kleine Location. Aber wirklich sehr interessant. Oder was meint ihr bis hierhin? Ihr könnt es hier sehen, der Seilzug geht quasi durch die ganzen Büsche gerade. Hier wird wahrscheinlich immer alles frei gewesen sein. Okay, hier ist noch mal Stromanschluss, wahrscheinlich für die Seilbahn. Jetzt hier langsam runter. Hier führt halt komplett diese Seilbahn entlang. Das hat echt was. Könnte man hier einmal ums Haus laufen. Der Bereich ist tatsächlich verschlossen.
Was haben wir denn hier noch? Okay, kannst sehen, hier ist alles zugemacht. Oh, hier ist eine Tür offen. Schauen wir hier mal rein. Okay, da vorne ist nochmal so ein kleiner Vorratsbereich. Da kommen wir aber nicht mehr hin. Hier nochmal so ein Aufbewahrungsschrank. Scheint mal ein separates Bad entstehen zu sollen. Ist auch schon so ein bisschen Interieur vorhanden. Und hier halt auch nochmal wie so ein Lager. Wahrscheinlich Gartensachen oder was man hier unten schon mal zusammenstellen konnte, bevor man das Ganze hier verlassen hat. Da wird es halt interessant. Hinter diesem Vorhang war dann nochmal ein Schlafbereich, wahrscheinlich für Gäste oder so. Und mit diesem Schrank hier, obwohl könnte auch ein Kinderzimmer gewesen sein, wenn man den Schrank hier so sieht. Ich weiß ja nicht, was meint ihr? Könnte das hier eher ein Kinderzimmer gewesen sein oder eher ein Schlafzimmer für Gäste? Bin hier ein bisschen überfragt. Schauen wir doch mal, ob da auch noch was drin ist. Okay, der ist aber auch soweit leer. Vorne ist noch so eine alte Matratze. Dann war es das auch fast schon wieder. Aber wisst ihr, was mich natürlich sehr interessiert? Kommen wir noch dahin, wo das Ende der Seilbahn war? Das wäre doch mal interessant, zu schauen, was wir da noch vorfinden. Erstmal wieder raus hier. Okay, da vorne führt die Seilbahn lang. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt langlaufen sollen. Okay, hier ist nochmal so ein Bereich. Das Fenster. Okay. Hier ist so ein kleiner Kellerbereich. Okay, hier ist aber auch nicht viel drin. Nur so ein paar Schränke, wahrscheinlich auch Vorratsschränke. Na, dann gehen wir erstmal wieder. Okay, wisst ihr, wenn ich das hier so sehe, ist mir da hinten gerade noch was aufgefallen auf der anderen Seite. Da oben kommt die Seilbahn her. Okay, da ist noch so eine kleine Hütte. Manchmal sind Schatten echt interessant, muss ich ja wirklich sagen. Hat man irgendwie wie so ein Lager gebaut. Hier lag dann wahrscheinlich mal Holz drauf oder so. Da sollte man nicht drauf gehen, weil da geht es echt den Abhang runter. Da haben wir echt noch so eine kleine Hütte. Hier könnte auch noch mal so eine Werkstatt gewesen sein. Wenn das hier so sieht. Hier so mit diesen ganzen Sackkarren und Schubkarren. Hier so riesige alte Barren. Dann hier. Wie so ein kleines Lager. Unten ist nochmal so ein Kran, würde ich tatsächlich sagen, so ein manueller. Okay, hier ist noch was Interessantes. Okay, hier auch eher Lager. Ja, hier würde ich echt sagen, das war tatsächlich mehr so ein Lagerbereich. Hier noch eine alte Kreissäge. Hat man sogar einen Schutz drüber gebaut, damit sich da niemand verletzen kann. Schauen wir doch mal. Ja, schaut, das Sägeblatt ist sogar noch darunter vorhanden. Hier ist auch noch mal so ein Zuhrbehälter, womit man dann was an der Seilbahn befördern konnte. Guckt, hier dieser Metallkoffer, würde ich tatsächlich sagen. Um halt Zugesachen zu transportieren oder so. Da unten müssen wir jetzt hin. Das schaffen wir. Das scheint ja echt immer ein sehr, sehr langer Weg gewesen zu sein hier. Wir müssen halt auch aufpassen, ich höre hier gerade auch ganz viele Kinder. Die sind halt nicht weit weg von uns. Jetzt erstmal weiter. Auch mal da die alten Lampen, wie eingewachsen das einfach ist. Ah, über Stock und Stein hier heute wieder. Ich glaube, dann haben wir es fast nach unten geschafft. Aber warte mal. Hier ist nochmal so eine Weglampe und da scheint das Seilbahnseil noch zu sehen. Also müssen wir erstmal hier entlang. Okay, dann scheint hier so ein Bereich gewesen zu sein,
Und da vorne und hier ist halt auch das Holzlager tatsächlich. Hier unten noch mit den Schubkarren. Und dann kam hier die Seilbahn an. Und führte dann halt nach da oben zum Haus. Vielleicht könnt ihr es so ein bisschen besser sehen. Hier das Seil, dann da oben das Haus. Also ich sag euch, auch wenn das Ganze jetzt so ein bisschen schneller gehen müsste, weil hier halt wirklich alles voll ist. Du hörst hier Kinderfußgänger in so einem Wanderweg, der nicht weit von hier weg ist. Man weiß nie, wer sich gegebenenfalls dann hier in dieses Gebiet verirrt. Ne? Deswegen immer aufpassen. Und hier haben wir nochmal eine Stelle. Ich weiß gar nicht, ob die nachgenutzt wird, aber das könnt ihr einschätzen, indem ihr das jetzt mal seht. Hier scheint so das alte Carport gewesen zu sein. Hier, auch wenn es schon dreckig aussieht, sieht es trotzdem aus, als wäre es irgendwie genutzt worden, weil 2018 und dann parkt hier jemand. Wie seht ihr das? Auch hier noch alte Schrauben, Tabak. Scheint mir mal die Bremsen gewechselt zu haben. Das sind so Bremsbutton. Hier haben wir noch irgendwelche Geräte, Streusalz da vorne, alter Wasserschlauchwagen. Und hier haben wir auch noch mal ein Gerät. Okay, das sieht aus wie so eine Riesenkreissäge. Falls jemand kennt, was das ist, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Okay, hier scheint nur ein Teppich zu sein, oder ist da noch was hinter? Nee. Dann kommen wir halt noch zu etwas, was halt auch interessant ist. Dieser alte Anhänger hier. Einfach zurückgelassen. Einfach zurückgelassen. Man sieht halt auch, dass hier einfach sehr, sehr viel mit Holz gemacht wurde. Da vorne sind noch so alte Gerüste. Hier mit diesen Brettern dazu. Eine Bierzeltgarnitur. Und dann, wenn man sich das mal so anschaut, dieser Anhänger, der hier halt einfach vergessen wurde. Ja, Freunde, eine wirklich interessante Location. Wurde sie tatsächlich 2018 verlassen? Was meint ihr? Also die Kalender sagen uns ja, die Konserven sagen uns ja, datumstechnisch. Und dann hat man sich halt wirklich mitten in einem Wald sein eigenes Reich gezimmert. Das hat was. Nicht groß, aber es reicht für eine oder auch zwei Personen oder auch manchmal einfach als Wochenenddomizil. Wirklich schön, so mitten in der Natur. Auf dem Weg zum Auto nehme ich euch da ein bisschen mit. Ja, Freunde, wir sind zurück am Auto. Was soll ich euch sagen? Es ist schön, solch ein Haus zu sehen. Immer wieder sage ich euch. Sich so etwas aufzubauen, mitten im Wald. Einfach mein allerhöchsten Respekt. Und dann wirklich diese kleinen Details mit der Seilbahn und alles. Ich selber würde das so nicht auf die Reihe kriegen. Ihr vielleicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Da hättet ihr allgemein Spaß daran, so zu leben. Manchmal denke ich mir, ja, einfach weg, einfach raus. Und einfach da zu leben, wo sonst niemand ist. Sich selbst zu versorgen. Wow. Ihr hört es, der Wind. Das Wetter ist nicht mehr ganz so schön, wenn es relativ warm ist. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Wir sehen uns im nächsten Abenteuer. Euer Valois.